Hallo Filmfans, willkommen zu einem neuen Video, zu einer neuen Kritik und heute geht es um Hellraiser, die Offenbarung. Mehr oder minder eine filmische Offenbarung, die aufzeigt, dass endgültig ein mehr oder minder erfolgreich gestartetes Horror-Franchise samt ja ikonenhafter Horror-Kultfigur endgültig zu Grabe getragen worden ist. Dankeschön an die Weinstein-Brüder, die in gewisser Weise diesen Film eigentlich nur in Auftrag gegeben haben, um natürlich die Lizenz an dieser Marke zu halten, damit sie doch vielleicht in 100.000 Jahren dann doch ein Remake in 10D rausbringen dürfen. Nachdem sie ja mehr oder minder die Treatments von solchen Regisseuren wie Julien Maury und Alexandre Bustillo oder Pascal Laugier mehr oder minder erst durchgebunken haben und dann mit dem ja Kugelschreiber ankam und deren Ideen mehr oder minder wirklich zu 100% rausgestrichen haben. Denn man will heutzutage sicherlich keinen großartig hochbudgetierten kreativen Horrorfilm sehen, sondern man will eigentlich nur Fastfood sehen. Das ist die Aussage von denen oder mindestens die Gedanken. Und Victor Garcia hatte hier wirklich die unrühmliche Aufgabe, ein ja mehr oder minder schon weiteres Direct-to-DVD-Sequel zu inszenieren, diesmal mit einem wirklichen Magerbudget, was man dem Film mehr oder auch minder wirklich ansieht. Billigste Kulissen, vor allem wenn man versucht, einem Mexiko vorzugaukeln und man es in irgendwelchen Lagerhallen oder Hinterhöfen gedreht hat, mit wirklich schlechter Ausleuchtung und auch Schauspielern, die mehr oder minder unterfordert sind, die auch, ja, auch nicht mehr aus ihren Figuren machen konnten, zumal Gary J. Tunnicliffe, der hier weitaus bessere Make-up-Effekte gemacht hat, auch mal dazu gezwungen worden ist, das Drehbuch zu schreiben. Vielerorts steht es natürlich, dass er das Drehbuch geschrieben hat von sich aus, aber naja, seien wir mal so ehrlich. Die Handlung des Films geht schon ein bisschen mehr zurück zu den alten Hellraiser-Filmen. Also Pinhead ist hier nicht nur der Typ, der kurz mal alle 10 Minuten auftaucht, um irgendeinen Jugendlichen zu massakrieren. Es geht in gewisser Weise schon darum. Es geht auch gewisserweise um eine neue Kreation, um eine Art Pseudo-Pinhead, der im Laufe des Films auch noch auftaucht. Und diese beiden Jugendlichen, Nico und Steven, die nach Mexiko fahren, um ein bisschen Spaß zu haben, in Tijuana, stoßen natürlich dann auf diese Puzzlebox. Nico verschwindet, Steven taucht schwer verletzt bei seinen Eltern auf. Dort sind natürlich auch die Eltern vom Nico anwesend und die wollen wissen, was mit ihm passiert ist. Und da spielt eine Videokamera eine wichtige Rolle. Und die Puzzlebox ist natürlich auch noch im Haus. Wobei ich sagen muss, dass in dem Film wirklich einiges zusammenhangslos ist. Der Film besteht teilweise aus sehr vielen Rückblenden, wo erklärt wird, was mit den beiden passiert ist. Und das Ganze läuft auf das übliche Finale hinaus, in dem Pinhead und die anderen Zenobiten, die auftauchen. Es gibt auch einen weiblichen Shatterer, natürlich mal wieder ihre Opfer quälen und wieder allerlei moralische Phrasen dreschen. Und man fragt sich dann letztendlich, was sollte das? Was sollte das? Definitiv. Doug Bradley hatte keinen Bock auf einen weiteren Auftritt als Pinhead, weil er genau gemerkt hat, dass diese Figur mehr oder minder verramscht worden ist. Das ist sie auch. Und in diesem Film hier, Stephen Smith Collins, ist mehr oder minder eine Lachnummer, wenn man diesen Typen sieht. Viele haben auf Internetseiten geschrieben, ey Mann, der Pinhead, der neue Pinhead ist aber fett. Und dieses gehupfdeute Nagelkissen, was man in diesem Film sieht, ist wirklich absolut lächerlich. Und die paar plumpen Gore-Effekte, die man sieht, sind auch mehr oder minder, sie sind da, aber sie sind nicht sonderlich schockierend. Der Film schafft es zu keiner Zeit, irgendeine Atmosphäre aufzubauen, weil dann immer dieses Found-Footage-Gedöns kommt, weil dann einer von den Jugendlichen ziemlich Bullshit in Mexiko baut, also Mexiko, in irgendeinem Hinterhof. Die waren definitiv nicht in Mexiko. Das war absolut nichts, absolut ranziger Käse. Daher kann ich auch nicht verstehen, dass der Film in gewisser Weise solide Kritiken abbekommen hat. Es ist definitiv der Bodensatz. Ich wusste gar nicht, dass man dieses Niveau, was die letzteren drei Hellraiser Direct-to-DVD-Sequels erreicht haben oder unterboten haben, dass man das nochmal mehr unterbieten kann. Und dieser Film ist absolut ein Graus. Zumal ich bei knapp 70 Minuten, der Film geht 75 Minuten, ist nach knapp 70 Minuten dann rum, dann kommt der Abspann, zigmal eingeschlafen bin und mich eine halbe Nacht wirklich mit dieser Gurke rumgequält habe. Und daher hat der Film definitiv nichts, auch nichts, wobei ich auch nicht verstehen kann, warum David Armstrong, der die Saw-Filme fotografiert hat, sich hierfür hergegeben hat. Verstehe ich absolut nicht. Dieser Film hat absolut keinen Sinn gemacht, außer dass man die Lizenz halten will, um dann wirklich in Trilliarden Jahren das Remake rauszubringen, wo man natürlich auch die Fürze von Pinhead riecht und auch sein Nagelkissen-Portfolio in der Fresse spürt.
Dann sicherlich mit einem anderen Darsteller, aber das war absolut nichts. Und der Film bekommt von mir magere 0,5 von 10 Punkten. Wer ihn sich mal ansehen will, soll ihn sich am besten ausleihen. Es gibt ihn Anfang Oktober, erscheint er dann auf DVD, Blu-ray und 3D Blu-ray. Braucht kein Mensch. Wobei ich sagen muss, das Cover-Design ist wirklich das Schönste. Wobei ich hier sagen will, außen hui, innen pfui, das stimmt hier wirklich zu gut 100%. Leiht ihn euch mal aus, aber kaufen würde ich ihn mir definitiv nicht, weil es ist ein absolut ödes, langweiliges Machwerk. Leute, die Probleme, Schlafstörungen haben, sollten sich diesen Film definitiv angucken. Er wird sie wohlig in den Schlaf wiegen, ohne dass man irgendwas Besonderes verpasst hat. Das war's auch mit einer neuen Kritik, diesmal zu Hellraiser, die Offenbarung, die definitiv keine filmische Offenbarung war. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal hier auf diesem Kanal. Ciao, euer Chris. It will be a very special pleasure to rip you apart.